Hallo Leute, bald ist es soweit, DJ Venter 2024 startet und wir haben uns natürlich was ganz Besonderes überlegt und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und drückt die Glocke, damit ihr natürlich auch benachrichtigt werdet, wann wir natürlich ein neues Video gemacht haben. Und ja, willkommen in der wundervollen Welt der Kältetechnik mit dem schönsten Charme überhaupt und heute reden wir über DJ Venter. Ja Leute, heute dreht es tatsächlich nicht so direkt um Technik, es gibt keinen Kevin, es gibt keine Chantal, es gibt nur eines. Das größte Event, was alle 2 Jahre existiert für uns Kälte-Nerds und das ist die DJ Venter 2024. Wie die meisten schon mitbekommen haben, ich rede ja auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch die ganze Zeit schon darüber, DJ Venter hier, DJ Venter da. Man könnte ja schon fast glauben, ich bin ja fanatisch auf die DJ Venter 2024. Ja, das bin ich, weil für mich, da treffen sich alle Kälte-Nerds auf einen Haufen. Was Geileres gibt ja gar nicht. Die Menschen, die alle dasselbe Interesse haben. Es ist für mich einfach nur ein mega geiles Event. Und dieses Jahr, wir haben bei der letzten DJ Venter vor 2 Jahren, haben wir ein YouTube-Projekt daraus gemacht. Wir haben die ein oder anderen YouTube-Videos gemacht. Wir haben auch kurzfristig mal die ersten Step-Versuche über Livestreaming ein bisschen probiert, so mal eine Stunde hier, mal eine Stunde da. Wir sind ein bisschen zusammengesessen und haben gesagt, okay, es ist ja dein Event. Es ist ja das, auf was du dich 2 Jahre lang so absolut freust. Und wir machen etwas Großes. Wir werden 3 Tage durchgehend Livestreamern auf der Messe. Ich finde schon, dass das eigentlich schon was Großes ist. Ich glaube, es war in Zeiten der DJ Venter auch noch nie der Fall, dass man live mit dabei sein kann und sich die 3 Tage auch von zu Hause aus ansehen kann und nicht die ganze Zeit, okay, reise ich jetzt hin oder schaue ich mir jetzt hier ein Video an oder schaue mir da an. Nein, ich habe die Möglichkeit, wirklich live mit dabei zu sein und es kommt noch besser. Was kommt noch besser? Natürlich, ihr könnt auch interagieren. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich spannender und natürlich auch interessanter. Das ist auch vielleicht ein bisschen der Mitgrund, warum ich das halt so groß ankündige. Weil natürlich brauchen wir für das eure Mithilfe. Was meine ich mit eurer Mithilfe? Nein, ihr müsst jetzt nicht mitfahren. Nein, ihr müsst nicht die Kamera halten oder den Ton machen oder in Doku die ganze Zeit den Bauch streicheln, wenn er versucht krampfhaft das alles hier irgendwie in den Griff zu halten. Den Wahnsinn, den wir da machen. Sondern nein, ihr müsst einfach euch nur einen Twitch-Account erstellen. Wir streamen tatsächlich rein nur auf Twitch. Wir haben lang und breit darüber philosophiert, ob wir vielleicht einen Multistream machen mit mehreren Plattformen hin und da. Und ich habe mich aber entschieden, nein, ich möchte wirklich den Fokus nur auf eine Plattform diesbezüglich halten, weil es für mich auch leichter zum Handeln ist bezüglich Chat und allem drum und dran. Somit werden wir einfach weiterhin, so wie wir es gewohnt sind, auf Twitch streamen. Und ihr braucht einfach nur einen Twitch-Account, damit ihr mit uns agieren könnt. Noch dazu zu sagen, ein Twitch-Account ist natürlich kostenlos und wenn ihr natürlich ein Prime-Konto habt, könnt ihr das verlinken und mir gratis einen sogenannten Prime-Sub geben, der natürlich das gesamte Projekt unterstützt. Wir haben zwar für das Projekt unsere diversen Partner, die man auch immer wieder bei mir im Stream eingeblendet sieht, aber wir fahren auf die Messe wirklich tatsächlich auf eigene Nacken hin. Das bedeutet, wir bezahlen das ganze Event, wir finanzieren das Ganze vor und. Das heißt, ich freue mich natürlich, wenn die Leute zuschauen, wenn viele Leute mit agieren, dass auch irgendwie ein Teil des Geldes natürlich auch ein bisschen wieder reinkommt. Wir belassen es natürlich nicht bei dem, dass ich euch jetzt sage, hey Leute, macht euch einen Twitch-Account und folgt mir da und macht mir einen Sub da rein oder sonst was. Nein, wir machen natürlich noch mehr. Wie wir uns das Ganze vorgestellt haben, es ist ein bisschen schwierig noch zu erklären, weil wir noch nicht alle hundertprozentig rechtlichen Schritte abgeklärt haben. Aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich genauso ablaufen, wie wir es uns vorstellen. Das bedeutet, wir werden nach diesem Video auf meiner Homepage eine eigene Seite erstellen, ja, wo ihr zum Beispiel Fragen schon seht.
Ihr könnt mir über unsere gewohnte E-Mail-Adresse mir Fragen stellen und Unternehmen schicken, die ihr gerne sehen wollt. Das heißt, ihr sagt zum Beispiel, ich will bei der Firma XXY, bei dem Verdichter, hätte ich eine Frage. Diese ganzen Fragen sammeln wir und schreiben dann auf die Homepage hin, dann könnt ihr euch die auch im Vorfeld mal durchlesen. Zusätzlich machen wir einen Zeitplan, sowohl auf Twitch in dem Kalender, den da existiert, als auch auf dieser Homepage, einen Zeitplan, bei welcher Firma wir exaktens wann sind. Das heißt, wir machen uns auch offizielle Termine mit den Unternehmen auf. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, wir sind von 13 Uhr bis 14 Uhr bei der Blaue zum Beispiel. Oder wir sind von 17 Uhr bis 18 Uhr sind wir auf dem Espenpalm-Club-Stand. Dann könnt ihr auch im Prinzip nachsehen, hey, das interessiert mich, ich schalte halt heute nur für diese eine Stunde ein. Weil ihr müsst euch natürlich vorstellen, der ganze Stream rennt so ab. Wir starten den Stream nicht direkt bei der Abreise, weil da ist es finster, wir fahren nicht in der Nacht los, damit wir morgens noch früh da sind, aber wir werden streamen so roundabout, nehme ich an, am ersten Tag um 5 Uhr früh starten. Das heißt, ihr seid schon live mit im Auto dabei, wenn wir dorthin fahren, und dann unterbrechen wir den Stream nicht mehr. Das bedeutet im Klartext, ihr seid mit dabei, wenn wir essen sind, ihr seid die gesamten 9 Stunden auf der Messe, die Messe geht von 9 Uhr bis 18 Uhr, das heißt die gesamten 9 Stunden seid ihr mit dabei auf der Messe. Und wenn wir natürlich nachher essen gehen oder auf einer Feier sind und die Drehgenehmigung haben, das müsst ihr bitte noch dazu sagen, es könnte unter Umständen natürlich passieren, dass wir natürlich die Drehgenehmigung vielleicht in einem Lokal nicht bekommen, dann müssen wir natürlich nach der Messe den Stream quasi abbrechen und starten dann nächsten Tag in der Früh, wenn wir vom Hotel losfahren. Dass ihr natürlich nicht dann permanent 10, 11 Stunden vor dem Stream hocken werdet, ist mir vollkommen klar. Deswegen gibt es diesen Kalender, wo ihr auch schauen könnt, auf welchen Stand sind wir, um die Uhrzeit, auf welchen Stand sind wir auf dieser Uhrzeit. Um euch das Ganze ein bisschen zu erleichtern. Und auch natürlich für Schulen, dass sie halt bei wichtigen Themen, wenn wir zum Beispiel, jetzt gibt es einen Vortrag vielleicht über Kältemittel, den wir uns gemeinsam ansehen, dann können die das auch streamen innerhalb des Unterrichtes. Dann wissen die, hey, warte mal, die sind um 13 Uhr, sind die jetzt hier bei dem Vortrag und der wäre interessant auch für Schüler. Dann kann im Prinzip ein Lehrer hergehen und kann das irgendwie auf dem Beamer oder sowas in der Schule übertragen. Jetzt kommen aber noch die nächsten Punkte. Das ist jetzt mal rein nur die Vorbereitungszeit für den Stream. Während des Streams geht es natürlich weiter. Ihr könnt natürlich auch agieren während des Streams. Das bedeutet, ihr könnt mir eine sogenannte Donation schicken. Eine Donation, welcher Betrag, das wissen wir noch nicht, das werdet ihr dann sehen. Da könnt ihr dann draufklicken und könnt mir eine quasi Sprachnachricht kreieren. Das bedeutet, ihr könnt mir eine Frage stellen, währenddessen ich in einem Interview bin. Das kommt zwar immer ein bisschen zeitverzögert, das muss ich natürlich auch sagen, das muss man natürlich beachten, aber wenn ich jetzt gerade auf einem Stand bin und ihr habt da was, euch fällt euch gerade eben ein, hey, die Frage wäre jetzt ursprünglich interessant, könntet ihr mir eine Donation schicken und dann wird das über eine Box abgespielt. Das heißt, der Gegenüber hört diese Nachricht natürlich auch. Und damit natürlich nicht irgendwas Komisches passiert, werden wir euch natürlich auch unsere Richtlinien vorher auf der Homepage bekannt geben, welche Thematiken ihr nicht ansprechen dürft, welche Thematiken wir nicht wollen. Da geht es halt um politische Themen oder irgendwelche Aussagen, die einfach nicht im Internet was zum Suchen haben. Aber wenn ihr eine fachliche Frage habt, könnt ihr Donation und könnt sie direkt stellen. Und wenn ihr vorher Fragen habt, wo wir uns vorbereiten können, dann bitte ich euch natürlich auf unsere Homepage zu gehen. Uns oder auf unsere E-Mail zu schreiben und uns dort die Frage zu stellen. Dann werden wir das Ganze mit einarbeiten und dann seht ihr quasi kurz vor der Messe, welche Fragen wir und bei welchen Ständen wir überall sind. Aber es ist natürlich ein 3-Tages-Event. Das heißt, wir müssen uns natürlich noch was einfallen lassen, was wir machen. Und jetzt haben wir natürlich im letzten Livestream einfach die Idee geboren und die werden wir auch umsetzen. Ne? Wir werden quasi Quiz machen. Das heißt, wir laufen herum. Wenn ihr mich seht, kommt zu mir ran und ich stelle euch eine Frage oder zwei oder drei. Und wenn ihr die richtig beantwortet, wird es natürlich kleine Goodies geben, sowohl von meinen Partnern als auch von uns selber aus dem Black Unicorn Store, so kleine Goodies wie welchen Bitsatz oder so Kleinigkeiten einfach nur. Ja. Das heißt, wir werden natürlich auch interagieren mit den Leuten draußen und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr uns findet, wenn ihr uns einfach ansprecht und vor die Kamera kommt, dann könnt ihr ein paar Fragen beantworten und ihr kriegt ein kleines Geschenk von uns. Ich freue mich wirklich tierisch. Ich freue mich wirklich auf das gesamte Event und im Moment läuft alles auch auf Hochtouren, Vorbereitung, dass die Kameras passen, dass die Router passen, dass das Internet passt. Wir arbeiten hier wirklich gerade auf Hochtouren daran, um euch das beste Erlebnis von Deutsche Event ergeben zu können, wenn ihr selber natürlich nicht hinfahren könnt. Und in diesem Sinne,
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Ich freue mich, euch dann alle live auf Twitch zu sehen. Natürlich möchte ich auch noch sagen, werden wir ein YouTube-Video ebenfalls darüber drehen. Nur wir haben da noch im Moment ein bisschen Qualitätsprobleme mit meinen persönlichen Aufnahmen, die ich mache. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, damit ihr natürlich den vollen Umfang bekommt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat oder wenn ihr natürlich mehr über Kältetechnik wissen wollt, dann abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wo wir genau wann sind. Seht ihr immer auf Instagram und auf TikTok, in meinen Stories oder in meinen Posts, dann wisst ihr auch, was gerade abgeht, wo ich gerade live bin oder was ich auch so geplant habe. Und über die ganze Thematik Cheventa werden wir natürlich auch nochmal einen Livestream machen und uns nochmal intensiver gemeinsam mit der Community darüber unterhalten. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Idee, die wir noch vielleicht mit reinbringen können. Also folgt mir auch auf Twitch, schaut dort rein. In diesem Sinne, ich freue mich, euch auch alle dann natürlich auf der Messe zu sehen, die da sind. Ja. Euer Chris, bis dann.